Tochter geht's überhaupt nicht gut. Sie kriegt überhaupt gar keine richtige Luft. Und der habe ich gerade noch eine Suppe gemacht und die spuckt das aus. Bleibt kein Essen drin. Ich bin dann sofort zu ihm gekommen. Okay. Mama! Klinik am Südring, die Familienhelfer. Okay, alles gut. So, hallo, guck mich mal an. Ich bin hier die Ärztin Herzinger. Hallo, wer bist du? Guck mich mal an. Mein Was Kind ist hat denn passiert? Puls ist da, hol mal bitte einen Rollstuhl ins Behandlungszimmer. Puls Wie ist heißt da. Ihre Tochter? Kriegst du schlecht Antonia. Luft? Antonia. Ich darf du sagen. Gut, ganz ruhig. Wir gehen jetzt. Kannst du aufstehen? Geht das vom Kreis? Dann machen wir mal ganz langsam zusammen. Vorsichtig hinter dir. Vorsichtig, ich stütze dich. Die junge Patientin hatte Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Luftnot. Sie hatte sogar leichte Ohnmachtsgefühle und kippte vom Stuhl. Die Frage ist nur, warum hatte sie das Ganze und was war die Ursache für diese Beschwerden? Wir messen mal direkt den Blutdruck und den Pulsoxy. Du kriegst auch schlecht Luft, ne? Ich höre auch gleich mal auf die Lunge. Wir müssen den Pullover mal ausziehen, sonst können wir nicht den Blutdruck messen. Ich muss mal gerade die Tür schließen, Moment. Also, ich weiß nicht, also die hatte in den letzten Wochen echt so abgebaut. Wäre das okay, wenn wir den Pullover ausziehen? Ja. Ups. Okay. Und wie lange Was hast du denn da? Was ist das? Nimm dir die Hände weg, Antonia. Was ist das? Das ist doch ein Korsett, oder? Sag mal, wie kommst das du Das müssen wir mal Korsett? Ganz schnell ausziehen. Dass du da jetzt Luftnot hast und dir übel ist, das wundert mich nicht. Antonia. Die Mutter hat mir berichtet, dass ihre Tochter in den letzten Tagen sehr wenig gegessen hat, kaum Appetit hatte. Als ich dann das Korsett an ihr entdeckt habe, war mir klar, warum sie wenig Appetit hatte. Wie kommst du überhaupt Hast du hier einen Schmerz, wenn ich hier drücke? Ja. Ja. Durch dieses enge Korsett kann es tatsächlich zu Quetschungen, zu Frakturen gekommen sein. Frakturen? Das war sehr, sehr eng, ja. Und wir machen jetzt sicherheitshalber auch mal ein Röntgenbild. Trotz der Sorgen ihrer Mutter verschließt sich die 17-Jährige und will nicht mit der Sprache rausrücken, wieso oder für wen oder was sie sich mit dem heimlichen Tragen eines Korsetts in Gefahr gebracht hat. Das Röntgenbild zeigt dann aber eine Kuriosität, dessen Ursache ein höchst riskanter Trend zu sein scheint. Ganz genau. Mhm. Und? Das, was mir die Kollegen auch geschildert haben. Was du hast, ist ein sogenannter Upside-Down-Magen. Beim Upside-Down-Magen stülpen sich Teile des Magens durch das Zwerchfell in den Brustkorb. Dadurch kommt es zu Atemnot und auch Verdauungsproblemen. Um das zu beheben, steht eine Operation an. Das möchte ich dir gar nicht wieder zurückgeben. Das Nein. ist wirklich gefährlich. Ich vermute, da steckt auch so ein bisschen das Bedürfnis dahinter abzunehmen, Diät, dass du das trägst. Liege ich da richtig? Ja. Die Korsett-Diät? Eine Korsett-Diät. Okay. Die Korsett-Diät ist ein sehr gefährlicher Trend unter vielen Jugendlichen. Durch das feste Einschnüren des Bauchraums kommt es zu einer Verminderung des Magenvolumens und somit auch einem verminderten Appetit. Das hat aber sehr gefährliche Folgen und birgt auch viele Risiken. Wir nehmen dich jetzt stationär auf, dann steht die Operation an und danach würden wir sie dann auch gerne mit der Empfehlung entlassen, psychotherapeutische Hilfe auszusuchen. Muss sie denn lange hier bleiben? Wahrscheinlich nicht allzu lange, wenn alles komplikationslos verläuft. Okay, ja, gut. Dann sehen wir uns bald wieder. Wenig später verläuft die Bauch-OP erfolgreich, so dass Antonia einige Tage darauf entlassen werden kann. Zu Hause kapselt sich das Mädchen aber weiter von seinen Eltern ab, was besonders Vater Roberts Geduld extrem strapaziert. Antonia? Antonia, mach bitte die Tür auf! Antonia, was ist da drin los? Mach auf, sonst muss ich die Tür aufbrechen. Was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht. Du hast gehustet, du hast irgendwie gewirkt. Was hast du gemacht? Was läuft hier? Ich hab nichts gemacht. Du lügst mich an. Du lügst mich an. Du lügst mich an. Da muss ich halt suchen. Hast du was versteckt hier? Was hast du versteckt? Was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn Sonja, warte mal. Was ist das? Wattebäuchchen und Orangensaft? Antonia, was machst du mit Wattebäuchchen und Orangensaft, bitteschön? Schatz, was ist los? Was ist denn los? Was ist das? Hast du das gegessen? Antonia, was soll der Scheiß?
Die entsetzten Eltern sind froh, dass sie für heute bereits einen Termin mit Familienhelferin Sabine Decker vereinbart haben. Denn trotz der OP möchte Antonia weiterhin um jeden Preis abnehmen. Und der Grund für die extrem gefährlichen Aktionen der 17-Jährigen wird noch die ganze Familie bis ins Mark erschüttern. Schön, dass Sie da sind. Sie kommen genau im richtigen Moment. Das hat meine Tochter gerade ausgespuckt. Wattebäuch mit Orangensaft. Schmeckt das? Hallo. Ich bin gerade überfordert. Ja, okay. Also ich würde sagen, beruhigen wir uns erstmal alle ein bisschen. Vielleicht spreche ich mal einen Augenblick mit der Antonia. Okay? Ja. Lernen wir zwei uns mal ein bisschen kennen. Okay, dann gehen wir und beide. Wir sehen uns dann unten gleich noch mal. Also Sie meinen alleine? Ja, fände ich vielleicht nicht schlecht. Ja, okay. Oder? Erstmal ein bisschen abregen, oder? Ja, das ist ja so, du machst ja Sachen hier. Hallo erstmal, Sabine Decker. Antonia. Ja, ich habe gehört, du machst in letzter Zeit, ich schmeiß das hier mal hin, ja? Uns mal setzen, wir zwei. Ja. Machst in letzter Zeit ja irgendwie komische Sachen. Warum hast du das geschluckt? Warum macht man das? Ja, das stillt halt meinen Hunger, also dadurch habe ich halt keinen Hunger mehr und dann... Zum Abnehmen ist das auch. Ja. Und du musst so dringend abnehmen, ja, meinst du? Ja, also ich habe halt damals fiese Kommentare bekommen unter meinem Bild. Also ich kann das ja auch mal zeigen. Was für ein Bild denn? Du siehst jetzt nur gar nicht so aus, als müsstest du noch weiter abnehmen. Also das Bild habe ich damals hochgeladen und dann habe ich hier halt so fiese Kommentare bekommen. Und fetten Arsch. Also ehrlich, das gibt's doch gar nicht. Ja, das habe ich halt ein bisschen... Nein. Ja, aber das ist nicht so schlimm, also das... So. Nicht schlimm, das ist eine Unverschämtheit. Ich finde das einen ganz, ganz schlimmen Trend, dass es inzwischen schon fast normal ist, dass in den sozialen Medien böse Kommentare, entwertende Kommentare zu Bildern gepostet werden, die wirklich verletzend sind und dass die Mädchen, wie auch hier die Antonia, schon bereit sind, das zu akzeptieren als normal und auch gar keinen Weg mehr wissen, sich dagegen überhaupt zur Wehr zu setzen und zu sagen, nein, ich möchte mich nicht beleidigen lassen. Und ich glaube, da braucht Antonia wirklich Unterstützung. Also soweit ich das sehen kann, hast du ja jetzt auch schon eine Menge abgenommen, oder? Bist du jetzt viel dünner als da auf dem Bild, oder? Ja. Also an sich könntest du jetzt ja dann mal mit aufhören, oder? Ja, ich weiß nicht. Also bin mir nicht so sicher. Obwohl ich ehrlich gesagt mich auch damals so schöner fand. Ehrlich? Ja. Du findest selber, dass das gut aussieht? Ja, aber... Weil das sieht fantastisch aus, oder? Ich meine, es ist alles genau da, wo es hingehört. Perfekt, würde ich mal sagen. Mein erster Verdacht war natürlich, als ich von der Geschichte gehört habe, dass es hier eine Magersucht vorliegt. Das konnte ich aber relativ schnell ausschließen, weil Antonia mir ein Foto gezeigt hat, wo sie selber ein bisschen mehr gewogen hat und von sich selber gesagt hat, dass ihr das besser gefallen hat. Das spricht ganz klar gegen eine Magersucht, denn damit ist immer verbunden, dass die Mädchen so eine Körperwahrnehmungsstörung entwickeln. Das heißt, jedes Pfund ist ihnen eigentlich zu viel am eigenen Körper und sie finden sich sofort dick und hässlich. Und das war ja bei Antonia überhaupt nicht der Fall. Der Diätwahn des Mädchens wirkt sich dennoch selbstzerstörerisch auf den Körper aus. Die Familientherapeutin erklärt deshalb den Eltern, dass das Mobbing zwar im Internet begonnen hat, es aber einen anderen Grund geben muss, warum die Jugendliche ihre rigorosen Pläne zur Gewichtsabnahme aufrechterhält. Es ist keine Magersucht, denke ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn erstaunlicherweise fand sie ihre Figur auf dem Foto sogar schöner als ihre jetzige Figur. Also bei Magersucht wäre das auf jeden Fall anders. Da würde sie den Körper anders wahrnehmen. Da würde sie sich da viel zu dick finden auf dem Bild und eher so jetzt sich immer noch dick finden und so. Das ist aber den Eindruck, habe ich gar nicht. Also das können wir eigentlich ausschließen. Ich denke, dass noch irgendein anderes Problem dahinter steht, was sie aber noch nicht sagen will. Ich würde jetzt gerne mal mit ihr so eine kleine Aktion hier machen. Manchmal erleichtert das dann das Reden und da kommt man den Dingen dann besser auf die Spur. Im Augenblick schien das Verhältnis zwischen Antonia und ihrem Vater sehr angespannt zu sein. Der Vater regte sich verständlicherweise sehr auf. Sie war ja gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und die beiden schienen aber andererseits auch sehr eng aufeinander bezogen zu sein und in sehr engen Kontakt zu sein, der aber nicht ganz einfach ist zurzeit. Mithilfe einiger Gegenstände will Sabine Decker den Grund für Antonias Abnehmwunsch herausfinden. Diese sollen verschiedene Gefühlsregungen bei dem Mädchen auslösen. So will sich die Expertin zum Kern des Problems vortasten. Und der Schlüssel, dachte ich mir, steht für den Ärger, den du mit dem Papa hast. Okay. Für den Streit eben und für das, was so zwischen euch im Augenblick hier abgeht. Also,
Was gefällt dir am besten? Das Tablet? Ja, das Tablet mit dem Bild. Dein Bild von früher? Ja, das finde ich am schönsten. Das findest du am schönsten? Okay. Was findest du am fiesesten im Augenblick? Die Wattebäuschen, das Korsett, weil die haben echt wehgetan. Das Abnehmen? Ja, vor allem das Korsett. Das war auch echt unangenehm. Okay. Wovor hast du die meiste Angst? Die Donuts, dass ich die halt nicht mehr essen kann. Ja. Dass die halt hier. Angst vor, dass du die nicht mehr essen kannst. Und was macht dich am ehesten glücklich? Mein Zimmerschlüssel. Dein Zimmerschlüssel? Ja. Der steht ja für den Ärger mit dem Papa. Ja, das macht mich irgendwie glücklich, wenn. Ja. Wenn er sauer ist. Die 17-Jährige will oder kann die Gründe dafür jedoch nicht genauer erklären. Für die Familienhelferin ist das ein extremes Alarmsignal. Mit Antonias Einverständnis bittet sie die Eltern dazu, um endlich zu erfahren, warum die Schülerin ihren Vater wohl so provoziert. Aber was sie am meisten glücklich macht, ist das Symbol für den Streit mit dem Papa. Es macht dich glücklich, wenn ich wütend werde? Ich weiß nicht, also irgendwie, wenn mein Zimmer abgeschlossen ist und du dann sauer bist, dass du nicht reinkommst, das macht mich irgendwie glücklich, keine Ahnung. Was? Schatz, ich verstehe nicht, weil pass auf, alles, was ich mache, mache ich eigentlich nur, weil ich dich liebe. Und ja, ich weiß natürlich, dass du mich liebst, aber das ist einfach zu viel, du kontrollierst mich einfach zu stark und das macht das dann, keine Ahnung, irgendwie dann bist du sauer und das... Du fühlst dich zu sehr kontrolliert von mir. Ja. Der wahre Grund für Antonias Abnehmaktion war ja, tatsächlich der Konflikt mit dem Vater. Sie hat versucht, den Vater damit wirklich zu provozieren und zu ärgern. Manche Kinder rebellieren vielleicht laut und werden aggressiv oder so. Und das war eben für so ein ruhiges Mädchen wie Antonia der einzige Weg, wie sie sich gegen den Vater zur Wehr setzen konnte, indem sie wirklich ihren eigenen Körper da malträtiert und wusste, darüber regt sich der Vater am meisten auf. Wenn das erzeugt hat, dann tut mir leid. Lässt sie jetzt mal ein bisschen mehr los. Deine Kleine wird erwachsen. Du bist so schnell groß geworden. Du bist mein Baby. Oh, das werde ich immer sein, aber wirklich. Das ist natürlich ein ganz schwieriges Alter, in dem Antonia ist. Und ganz häufig ist es natürlich so, dass Väter gerade dann Schwierigkeiten haben, ihre Töchter loszulassen, groß werden zu sehen, ihnen Freiräume zu geben. Für viele Eltern ist es dann vielleicht ein Trost oder gibt eine Sicherheit, dass man sagt, wir haben unsere festen Familienzeiten. Es gibt ein regelmäßiges gemeinsames Essen, wo man sich auch austauscht, wo man quatscht. Und dass man dafür wirklich regelmäßige Zeiten einräumt und richtige Rituale draus macht. Mit der Hilfe von Familientherapeutin Sabine Decker gelingt es Antonia, sich wieder gesund und ausgewogen zu ernähren. Papa Robert hat sich an sein Versprechen gehalten und gewährt seiner Teenie-Tochter nun mehr Freiräume. Die Klassenlehrerin wird mit den Mitschülern zudem noch über die fiesen Internetkommentare sprechen.